sind im Kulturium, wie das ist. Und es ist gerade im Hintergrund Josvani Quintero, der hier spielt. Und er macht das jeden zweiten Mittwoch im Monat. Mit seinem Cuba Jazz hat immer wieder neue Gäste dabei. Heute ist sein Ante Congas, respektive Congas, der mitspielt. Zweimal pro Monat, jedes Mal mit einem neuen Gast. Ja, tolle, groovige Cuban Jazz mit ganz tolle Musik. Seit zwei, drei Jahren spiele ich schon mit zwei von den Musikern und dieses Projekt haben wir seit zwei, drei Monaten zusammengestellt. Also im Kulturium läuft eigentlich sehr viel. Es ist eigentlich nicht nur ein Jazzclub, wie es eigentlich auf der Website steht, sondern es gibt noch diverse andere Sachen wie Independent-Sachen, das heisst Bands, die eigentlich sonst nie können auftreten können. Und was noch wichtig ist, wir haben auch am Freitag zu oben Live-Jazz immer. Und jetzt gerade nächsten Freitag beispielsweise der Stefan Seber mit seinen Signs, was schon seit 20 Jahren gibt. Er hat die Stücke auch selber geschrieben. Und die Firma jetzt exklusiv im Kulturium auf.